Wie du geschickt Beleidigungen parieren kannst, um Beleidigungen nicht nur zu überstehen, sondern sie in konstruktive Interaktion umzuwandeln. Probiere diese kommunikativen Manöver aus. Spiegle die Emotionen und nicht klassischerweise nur die Aggression. Das gesamte Bild ist wichtig. Hier ein Beispiel. Zeige Verständnis für die Emotion, die hinter der Beleidigung steckt, ohne dabei aggressiv zu werden. Ich sehe, dass du verärgert bist. Magst du mir bitte erklären, was dich genau aufgebracht hat? Öffne den Raum für einen Dialog. Öffne den Raum für Potenzial für die Lösung. Öffne den Raum für dich als Person und für sie, für euch beide. Manche Beleidigungen kann man an sich auch recht leicht parieren, indem man sie oberflächlich akzeptiert. Hört sich eigenartig an? Hier ein Beispiel. Jemand beleidigt mich und sagt, Gott, ich finde dich so scheiße. Dann antwortest du, oder ich in dem Fall, humorvoll mit folgenden Worten. Wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich wahrscheinlich dreimal schlimmer finden. Deswegen, hey, verstehe ich. Und so kannst du es ablenken oder parieren. Du kannst das, was die Person auch sagt, in dem Moment wie ein Feedback umformulieren, indem du Folgendes sagst. Danke für dein Feedback. Danke für die Rückmeldung. Das werde ich mit aufgreifen in meinem Repertoire und das nächste Mal verbessern. Es kann einerseits, wenn die Beleidigung sehr harsch ist und unangenehm, humorvoll wirken, beziehungsweise, dass du das nicht ganz ernst nimmst. Wenn die Beleidigung eher passiver Natur ist, kann das sogar konstruktiv wirken. Diese Ansätze erfordern natürlich Übung, Schritt für Schritt. Aber bedenke hierbei, was willst du eigentlich erreichen? Keine weiteren Konflikte. Gegen Ende willst du Folgendes erreichen. Dass die Person nicht nochmal auf die Idee kommt, sich genauso zu verhalten wie gerade eben. Wer muss das hören, schickst gerne weiter und folgt mir für mehr Kommunikationstechniken.